Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video auf meinem Kanal. Heute gehen wir durch, warum solltet ihr für Hu Tao pullen und warum solltet ihr für Yelan pullen? Was gibt es für Gründe für die beiden Charakter und welche Gründe sprechen dagegen? Bei einem Spiel wie Genshin Impact kommt es meiner persönlichen Meinung nach darauf an, dass einem ein Charakter und vor allem der Spielstil eines Charakters, egal in welcher Form auch immer, also einfach der Charakter an sich mit all seinen Fähigkeiten, persönlich zusagt. Das heißt, wenn euch der Charakter keinen Spaß macht, wenn ihr die Fähigkeiten nicht mögt, unabhängig davon, ob ihr jetzt viel Schaden macht oder nicht oder viel Schaden machen wollt oder nicht, vollkommen egal. Wenn euch der Charakter nicht gefällt, dann solltet ihr nicht für ihn pullen. Das gilt sowohl für Hu Tao als auch für Yelan. Wenn ihr dieses Video aber guckt, denke ich mal, wird euch einer von beiden definitiv gefallen. Und wir fangen an mit Hu Tao. Ein Grund, der Hu Tao einzigartig macht, ist, dass sie sich selbst heilen kann. Es ist nicht wirklich einzigartig, aber seine Fähigkeit, die vor allem bei Damage-Dealern nicht selbstverständlich vorhanden ist, und ihre Heilung ist sogar extrem stark, und nicht nur, dass sie extrem stark ist, ihre Heilung in Form ihrer Spezialfähigkeit macht auch tatsächlich extrem viel Schaden. Je weniger Leben Hu Tao hat, desto mehr Schaden macht die Fähigkeit und desto mehr Leben wird wiederhergestellt. Das heißt, Hu Tao kann sich als Damage-Dealer selbst zusätzlich zu einem Heiler im Team oder zusätzlich zu einem Schild im Team Leben wiederherstellen und ist damit von sich selbst einfach sehr unabhängig von anderen Charakteren. Der zweite Grund ist, dass Hu Tao einen extrem hohen Solo-DPS hat, im Sinne von, man kämpft nur gegen einen Gegner. Also Solo wie in Form von einem Gegner. Der Schaden von Hu Tao an vor allem einem Gegner ist extrem hoch. Also sie hat nicht die besten AOE-Fähigkeiten. Vor allem ihre Haupt-DPS-Output ist ihre Elementarfähigkeit und damit aufgeladene Angriffe, also heftige Schläge. Aber hier ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, wenn man die Gegner in der richtigen Situation, zum Beispiel alle in einer engen Formation hat oder die Gegner gar direkt hintereinander stehen, dann kann Hu Tao auch ein bisschen Flächenschaden verursachen. Grundsätzlich ist es aber so, dass sie vor allem gegen einzelne extrem starke Gegner am besten benutzt wird. Und da ist sie nun mal sehr, sehr gut. Der dritte Grund ist ein bisschen subjektiv, muss man natürlich sagen, aber Hu Tao hat ein, wie eben schon im vorigen Punkt gesagt, eher schwierigeres Gameplay, weil man eben in Situationen gucken muss, kann man vielleicht mehrere Gegner treffen, muss man mehrere Gegner treffen. Außerdem gibt es eine Mechanik, die man benutzen kann, wo man muss ja heftige Schläge ausüben, wie ich es vorher schon gesagt habe. Und diese Animation kann man ein bisschen verkürzen, indem man zum Beispiel springt oder sie macht dann einen Dash mit den heftigen Anschlägen, also sie sprintet nach vorne. Das kann man quasi unterbrechen, dass die Animation davon quasi abgebrochen wird und man schneller nochmal angreifen kann. Das erfordert ein bisschen Übung, bis man das kann. Wenn man es aber kann, fühlt man sich umso besser, weil dann macht man noch mehr Schaden und außerdem ist Hu Tao auch ein an für sich sehr hoher Damage-Dealer, also sie wird eigentlich immer in den höchsten Tönen gelobt, was jetzt den reinen Solo-DPS angeht. Damit gibt es aber auch ein paar Nachteile, auf die wir jetzt eingehen. Warum man nicht für Hu Tao pullen sollte, Grund Nummer 1. In fast allen Rankings wird sie immer empfohlen, sie auf mindestens C1 zu haben. Warum auf C1? Weil auf C1, also Sternbild-Konstellation 1, deswegen kurz C1, ist es nun mal so, dass ihre heftigen Schläge, während ihre Elementarfähigkeit aktiv ist, keine Ausdauer verbrauchen. Wenn ihr euch nochmal zurückerinnert, man macht ja nur heftige Schläge eigentlich mit Hu Tao, indem man entweder einen oder mehrere Gegner dann damit trifft und extrem viel Schaden verursacht. Und das kostet nun mal Ausdauer. Wenn man Hu Tao aber auf Sternbild 1 hat, C1 hat, dann verbraucht das keine Ausdauer mehr. Und damit wird der DPS von Hu Tao immens erhöht, unfassbar stark erhöht. Und deswegen ist C1 Hu Tao nicht Must-Have, aber es macht sie unfassbar viel besser und deswegen ist es schon extrem empfohlen, sie mindestens auf C1 zu haben, beziehungsweise C1 ist definitiv ihre wichtige Konstellation. Der nächste Grund ist, dass Hu Tao fast schon angewiesen ist, ihre eigene Waffe zu haben. Das kann man zwar theoretisch über jeden 5-Sterne-Charakter sagen, weil jeder 5-Sterne-Charakter hat ja seine eigene spezifische Waffe, die auf diesem Charakter extrem gut ist. Und natürlich, wie gesagt, das trifft auf jeden Charakter zu. Jeder ist mit seiner eigenen Waffe natürlich immer am besten gebaut. Dafür wurden diese Waffen ja auch konzipiert. Aber bei Hu Tao ist es so, dass ihr Damage Increase, also ihr Schadenserhöhung, wird so unfassbar geboostet vom Stab des Homa, dass man fast schon sagen kann, wenn man die Waffe nicht hat, verzichtet man, genau wie bei C1 Hu Tao, auf so unfassbar viel Schaden. Das ist schwierig mit anderen Charakteren wirklich zu vergleichen. Also ich will nicht sagen, dass es keinen anderen Charakter gibt, der nicht noch mehr darunter leidet, seine eigene Waffe nicht zu haben. Oder der noch mehr sich, naja, darauf angewiesen ist, die eigene Waffe zu haben. Aber Hu Tao gehört schon wirklich in die Top mindestens 3 der Charakter, die ihre eigene Waffe unbedingt brauchen, weil sie einfach so krass davon profitieren.
Und der dritte Grund leitet sich im Endeffekt daraus ab, eine Free-to-Play-Hu-Tao ist deutlich schlechter als eine leicht nicht Free-to-Play-Hu-Tao. Ja, also man kann natürlich auch Hu-Tao auf C1 bekommen, sowie den Stab des Homer bekommen, wenn man Free-to-Play ist, aber es ist verdammt schwierig, vor allem wenn man zum ersten Mal für sie pullt, dann bräuchte man mindestens 180 Wünsche, um garantiert 2 5-Sterne-Charakter zu bekommen und dann müsste man auch den 50-50 gewinnen für sie. Und beim Stab des Homer bräuchte man im schlimmsten Fall mindestens 240 Wünsche. Das heißt, insgesamt wären das ein absolutes Minimum von 420 Wünschen und das ist dann noch mit 50-50 gewinnen. Wenn es ohne den zweiten 50-50 ist, dann wären es 510 Wünsche. Und das kann man sich ausrechnen in Euro, wie viel das ungefähr wäre und das ist ganz schön teuer. Dann kommen wir zu den Gründen für Yelan. Warum sollte man für Yelan wünschen? Yelan, im Gegensatz zu Hu Tao, wird in vielen Fällen schon ab 10.0 empfohlen. Yelan auf 10.0 erfüllt schon alle essentiellen Fähigkeiten, die sie hat. Ihr Sternbild hilft natürlich, sie noch stärker zu machen, sie noch krasser zu machen. Aber Yelan schon auf 10.0 zu haben, also Free-to-Play im Endeffekt kann man so sagen, also man muss in Anführungszeichen nur den 50-50 gewinnen, wenn man ihn sich aufgespart hat oder halt genügend Wünsche haben, um sich mindestens 2 5-Sterne-Charakter wünschen zu können, was zumindest deutlich leichter ist als mehrere 5-Sterne-Charakter plus noch eine Waffe zu kriegen. Das heißt, Yelan ist Free-to-Play-freundlich und eben sehr stark auf 10.0. Der Grund für Yelan ist, dass ihre Spezialfähigkeit vor allem auch andere ihrer Teammates stärker macht. Das heißt, sie benutzt ihre Spezialfähigkeit und dann würde man tatsächlich mehr davon profitieren oder in vielen Fällen stark davon profitieren, wenn man dann mit anderen Figuren ihre Spezialfähigkeit kombiniert, weil ihre Spezialfähigkeit bleibt aktiv, auch wenn man von Yelan wegwechselt, was für 5-Sterne-Charakter oder für viele Charakter, die man mit ihr in Verbindung benutzen kann, extrem profitabel ist. Das heißt, der Damage-Output des ganzen Teams kann dadurch extrem erhöht werden und auch dafür, wie gesagt, braucht man dann Yelan nicht unbedingt in den allerbesten Konstellationen haben, weil man sie auch als Supporter benutzen kann, als Support-DPS. Und der dritte Grund für Yelan ist, dass ihre bereits angesprochene Spezialfähigkeit, die sich aufgrund der Hydro-Effekte, die dadurch permanent ausgelöst werden, extrem gut mit anderen Figuren kombinieren lassen, vor allem auch mit anderen Damage-Dealern, ist, dass während ihre Spezialfähigkeit aktiv ist, der verursachte Schaden aller eigenen Truppenmitglieder um 1% standardmäßig erhöht wird und danach um alle 1 Sekunde um 3,5%, insgesamt um bis zu 50%. Also man kann den gesamten Gruppen Schaden um bis zu 50% mit jeder Spezialfähigkeit erhöhen. Plus die Elementarreaktion mit der Spezialfähigkeit und die Tatsache, dass sie Free-to-Play-freundlich ist. Gründe, warum man nicht für Yelan pullen sollte. Der erste Grund, essentiell ist sie extrem ähnlich zu Xingqiu, dem 4-Sterne-Hydro-Charakter aus Liyue. Ihre Spezialfähigkeiten vor allem sind sich extrem ähnlich. Sie haben zwar natürlich andere Aspekte für sich, also sie sind nicht exakt gleich, das will ich nicht sagen, aber sie sind doch recht ähnlich. Und vor allem, so wie ich es gerade gesagt habe, vor allem ihre Spezialfähigkeit sticht halt heraus, weil sie damit andere Charakter supporten kann und selbst gar nicht auf perfekte Stufen gepusht werden muss. Lediglich ihre Spezialfähigkeit ist eigentlich der wichtigste Punkt. Natürlich muss sie gute Artefakte besitzen, wie jeder Charakter. Außerdem eine hohe Aufladerate wird stark empfohlen bei Yelan, weil man eben auf ihre Spezialfähigkeit so angewiesen ist. Aber das sind eigentlich alles Punkte, die im Endeffekt auf Xingqiu genauso zu treffen. Xingqiu ist eigentlich essentiell das Gleiche. Man will eigentlich immer nur seine Spezialfähigkeit auslösen und dann auf einen anderen Charakter wechseln, mit dem man seine Spezialfähigkeit verwenden kann. Das heißt, wenn man schon einen extrem gut gebauten Xingqiu hat oder einen generell Xingqiu hat und gerne benutzt, dann ist Yelan mehr oder weniger recht ähnlich. Solange man sie nicht als Main DPS spielen möchte, sondern hauptsächlich für die Supporterfähigkeit ihrer Spezialfähigkeit, dann gibt es eigentlich keinen wirklichen Grund für Yelan zu pullen, wenn man schon Xingqiu hat. Zweiter Grund nicht für Yelan zu pullen ist ganz einfach der, wenn man schon auf andere Charakter wartet und eben, wie vorher schon angesprochen hat, eh schon einen starken Xingqiu hat, dann könnte man sich halt überlegen, ob man seine Primogems, seine Urgesteine nicht lieber aufhebt, weil ich meine, wir sind aktuell noch in der neuen Region, Sumeru. Es kommen in nahezu jedem Patch, die hier wurde zum Beispiel angekündigt, neue 5-Sterne-Charakter raus, ja, neue Figuren raus, die sehr stark sind. Also muss man sich halt überlegen, lohnt es sich wirklich, wenn man schon einen starken Xingqiu hat? Natürlich ist es natürlich von Vorteil, Xingqiu in einem Team zu haben und Yelan im anderen Team oder sogar beide im gleichen Team und beide miteinander zu kombinieren, ist beides oder alles möglich. Aber diese Möglichkeit, dass vielleicht andere Charakter, stärkere Charakter oder vor allem auch bessere Reruns für das eigene Team, muss man sich halt überlegen, welche Charakter habe ich, welche will ich noch, welche brauche ich noch für meine aktuellen Teamaufbau, die ich gerade mache. Da muss man sich halt überlegen, lohnt sich das dann wirklich?
Da Jelan so extrem gut ist und vor allem Free-to-Play-freundlich, habe ich tatsächlich keinen richtigen dritten Punkt für sie nicht zu pullen. Der dritte Grund wäre im Endeffekt, wenn man sie nicht sehr mag. Ich persönlich mag sie nicht als Main-Damage-Dealer, weil sie hat zwar die Möglichkeit, dass sie schnellere heftige Schläge ausführt und ihre heftigen Schläge sind zusätzlich gebufft, weil sie Flächenschaden, Hydro-Flächenschaden verursachen. Aber ich persönlich bin einfach nicht so der Bow-User mit heftigen Schlägen. Zum Beispiel Tainari mag ich aus diesem Grund überhaupt nicht. Sein Gameplay, ich hasse sein Gameplay im Endeffekt. Unabhängig von dem Charakter an sich, ich hasse einfach sein Gameplay. Und bei Yelan ist es recht ähnlich. Es ist ein bisschen besser bei Yelan, muss man sagen. Aber ich persönlich nutze sie sehr gerne nur als Supporter, ähnlich wie Xingqiu. Das heißt Spezialfähigkeit und Wechseln im Endeffekt. Also nur für Reaktionen benutze ich sie im Endeffekt. Und klar, das ist ein guter Grund, sie zu benutzen, weil dafür ist sie eigentlich auch gedacht. Aber wie gesagt, das muss man sich selber überlegen. Konnte ich euch hoffentlich ein bisschen weiterhelfen, ob ihr für Yelan oder Hu Tao pullen oder nicht pullen solltet. Für wen ihr euch entscheidet, ist im Endeffekt egal. Beide sind extrem gut. In jedem Ranking, das man findet, sind beide eigentlich immer Top-Tier. Also Top 10 bis 15 beste Charakter werden sie eigentlich immer mit genannt. Also Hu Tao Top-Damage-Dealer sowieso und Yelan Top-Supporter auch sowieso. Also wenn man es nochmal ein bisschen aufdröselt, sind sie eigentlich meistens in den Top 5 mit drin. Also sie sind beide extrem stark, super gut und ja, ist einfach... Kann man nichts falsch machen, wenn man für einen für beide pullt. Aber man sollte sich halt natürlich noch trotzdem überlegen, wie weit komme ich, vor allem bei Hu Tao mit C1 und Stab des Homa und so. Muss man halt ein bisschen rechnen mit seinen Urgesteinen, dass man da auch wirklich auskommt, wo man hin will. Und damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.